Willkommen zurück zu Banjo-Tooie. Wir haben uns im letzten Mal auf den Weg gemacht zum Sternball-Turnier, nachdem wir uns endlich verwandelt haben. Und werden jetzt das Viertelfinale bestreiten, in der Hoffnung, dass wir das relativ gut schaffen werden. Hey da, wer ist dieser hässliche Kerl? Möge der beste Steini gewinnen. Gut, wir müssen unser eigenes Tor schießen. Und ich glaube, den habe ich schon kaputt gemacht. Nee, doch nicht. Huch. Oh, man grätschen konnte man auch. Ich weiß aber gar nicht mehr wie. Ups. Naja. Kaputt ist kaputt. Keiner da mit dir. Ja, wir müssen unser eigenes Tor schießen. Hallo. Oh. Die gelben Dinger bringen 2 Punkte. Ja. Viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen gerade. Die Regeln ändern sich alle minimal in den einzelnen Runden, beziehungsweise es kommt immer noch was dazu. Kannst du bitte einen. Oh, meins und den auch noch. Boah, geil. 20 Punkte, nicht schlecht. Du hast das Viertelfinale gewonnen. Jetzt steht das Halbfinale an. Im Halbfinale kommen zusätzlich zu den gelben Bällen noch rote dazu. Die bringen einen Minuspunkt und logischerweise schießen wir nicht unser eigenes Tor. Die Hosen sehen ja bescheuert aus. Wow. Möge der beste Steini gewinnen. Danke. Wow. Da, hallo. Was macht denn der Rote da unten? Will der mich verkackeiern? Ah, meins. 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 Könnt ihr mich auch durchlassen, ihr Blödmänner? Nee, schneller als ihr. Die rennen wir aber volle Kanne hinterher, ne? Meins. Wow. Nicht meins. Ey, du. Naja, wir haben trotzdem gewonnen. Es war nicht so gut wie eben, aber egal, Hauptsache gewonnen. Du hast das Halbfinale gewonnen. Das Sternballfinale winkt. So, und hier kommen nun noch Bomben dazu. Damit können wir Gegner für eine Sekunde außer Gefecht setzen. Ja, das war's eigentlich schon. Sternball-Turnier-Finale. Du wirst nie der Champion. Der Stil voll, der Banjo-Steini. Möge der beste Steini gewinnen. Hallo, was macht denn der da? Oh, das war schlecht. So. Gewonnen! Ist jetzt nicht so schwer, aber ist ja auch nur ein Minispiel aus der ersten Welt. So, mein Freund, kriegen wir was? Ich erkläre dich zum Champion des Steinball-Turniers. Ich bin zu Tränen gerührt. Dankeschön. So, müssen wir noch irgendwas als Steini machen? Ja, doch, müssen wir. Tatsache. Dafür müssen wir... Wohin? Nee. Ich wollte... Ach, bin ich blöd. Ich wollte da gar nicht hindrücken. Oh. Ja, gut, dann gehen wir halt jetzt zu Fuß dahin. Oh, der ist so langsam, der Steini.
Moment. Habe ich jetzt hier irgendwo Jinju gehört gehabt oder nicht? Da ist ein Jinju. Plop. So, jetzt dürfen wir alle Jinjus hier haben. Jetzt fehlen uns, glaube ich, nur noch zwei Puzzlos und die Cheeto-Seite. Müsste eigentlich so sein. Hallo? Das nächste Puzzlo machen wir erst als Mensch, wollte ich gerade sagen. Ja, als Mensch, als Bär und Vogel, so rum wieder. Allerdings müssen wir als Steini ein bisschen Vorarbeit leisten für etwas anderes. Dafür müssen wir jetzt erstmal hier oben zu der Tür hocheiern, was irgendwie ein halbes Jahrhundert dauert. Endlich haben wir es geschafft, hierher zu kommen. So, erstmal direkt die Platte aktivieren, damit es nicht gleich wieder so ewig dauert. Ach, du rennst vorne uns vorbei, okay. So, mit dir wollte ich reden. Mit den guten Freunden können wir jetzt reden. Den Gefangenen zu befreien. Die Sonne muss scheinen, noch vor dem Mond und Sternen leuchten. Zweiter Mond und zweite Sonne folgen. Hilft das? Moment nochmal. Ich glaube schon. Moment, das musst du mir nochmal sagen, bitte. Den Gefangenen zu befreien. Die Sonne muss scheinen, noch vor Mond und Stern. Sonne, Mond, Stern. Zweiter Mond und zweite Sonne folgen. Also, Sonne, Mond, Stern, Mond, Sonne. Okay. Hab ich mir aufgeschrieben und mein Stuhlchen lag schon wieder vor sich hin. Unser letztes Puzzlo, was wir hier bekommen. Ach gut, da hinten ist glaube ich auf die Cheeto-Seite. Ich glaube ja. Zu Wumba. Also, Steini haben wir jetzt nämlich alles erledigt. Zumindest wüsste ich nichts mehr. Den mir sowieso jetzt inzwischen fast alles hier, was es gibt. Schwupp, schwupp, schwupp. So. Und einmal da rein. Dieser Wumba-Zauber nicht mehr brauchen, Globo. Wer können uns sonst verwandeln? Also man braucht nur einmal einziges Mal Globo reinwerfen und dann kann man sich immer wieder verwandeln. Wie halt bei Banjo-Kazooie auch. Einmal Momo-Schädel abgeben und immer verwandeln gehen können. Ja, wäre auch sonst etwas unmöglich. Ne? So, wir möchten gerne zum Gefängnisareal. Ich muss mich erstmal anders hinsetzen. So. Du bist doof, du gehst weg. Und du gehst auch weg. Dann nervt ihr mich wenigstens nicht. Danke. Sonne, Mond, Stern, Monne, Sohn. Genau, nochmal. Sonne, Mond, Stern, Mond, Sonne. Das war aber einfach. Das ist eine einfache Kombination. Gibt es auch mehrere davon. Genau wie die Jinju-Standorte, die gleich sind. Hallo, mein kleiner wilder Freund. Ich bin Bertha. War auf Goldsuche, als dieser große Felsen herunterfiel und mich hier einschloss. Ich nehme an, wir sollen ihn jetzt entfernen. Wenn es euch nichts ausmacht. No, arme Dilberta. Wir können dir leider noch nicht helfen. Die kriegen wir nämlich noch nicht kaputt. Dafür müssen wir nämlich erst später wiederkommen. Ja. Können wir der Kleinen leider nicht helfen. So, und hier können wir nicht rüber. Da hinten ist auch schön, dass man das von hier aus nicht sehen kann. Ach doch, hier sieht man es. Ist ein Puzzlo. Und eine transparente Kitty. Ja, genau. Diese komischen grünen Viecher leben in dem Sumpf. Die fressen uns dann. Oder knabbern uns an und schmeißen uns raus. Allerdings gibt es da oben noch eine andere Möglichkeit, dahin zu kommen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Nein. Banjo, das wollte ich nicht. Kommen wir hier irgendwo hin? Ja,
Ich kann nicht von hier aus auch wohin kommen. Schnups. Ich weiß. Benjo, können wir hier irgendwo hin? Sag mal, Benjo. Was? Hm. Oh, hier ist die Cheeto-Seite. Ah, genau. Und da ist noch ein Puzzleteil. Da können wir allerdings nicht hin, weil da unten auch noch ein Felsen ist. Und das heißt, das Puzzle müssen wir hier liegen lassen. Leider, leider, leider. Das dürfte aber auch das Einzige sein, was wir nicht kriegen können. Also wie gesagt, alles andere müssten wir jetzt haben. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Beziehungsweise das neunte Puzzle holen wir uns jetzt. Und dann dürfte das soweit erstmal abgehakt sein in dieser Welt. So. Sind hier irgendwo Knabber, Viecher, komische Dinger, die aus ihren Löchern kommen? Nee. Dann einmal runter und einmal Stiefel. Damit können wir nämlich hier gehabt durch den Quatsch hier laufen. So, und einmal ausziehen. Und einmal Puzzle mitnehmen. So, und nochmal Stiefel und wieder weg hier. Tschüss, Kitty. Frag mich auch, wie die Katze hierher gekommen ist. Bestimmt nicht geflogen. Und tschüss. Verlasst euch. Halt, ich gehe hier lang. Ups. Nein. Nein. So. Zum einen Ausgang. Und dann gucken wir nochmal, ob wir wirklich alles haben. Außer dem einen Puzzle. Ansonsten würden wir nämlich die Welt verlassen. Gesamtübersicht. Wir haben 9 von 10, wir haben 3 von 3, 3 von 3, 2 von 2, 100 von 100, 5 von 5 und 3 von 3. Gut. Damit haben wir den Majors Tempel abgeschlossen. Fürs Erste. Zeit, die zweite Welt zu öffnen. Zum Glück ist ja der gute Herr Meister Puzzlo, oder wie er heißt, direkt nebenan. Wir dürfen auch wieder direkt rein, weil wir genug haben. Wir brauchen 4 und haben 10. Reicht also dicke. So, und wir können uns direkt wieder zum goldenen Monolithen begeben. Um das nächste Bild zu machen. Na komm her, Puzzlo. Also man kann teilweise echt blöd erkennen, welche schon drin sind und welche nicht. Das dürfte da hinkommen. Dann dürfte. Nein, das dahin. Der müsste dann hier hinkommen und der da links in die Seite. Er hat Puzzlos Aufgabe 2 gelöst. Nun wird er ihm den Weg weisen. Und er macht wieder Strahl und Söhne und schießt einen Laser wieder irgendwo in die Welt. In der Hoffnung, dass er dabei niemanden trifft. Siehe, die Macht des gewaltigen Puzzlo. Plateau. Er ist in der Tat der Auserwählte. Er hat sogar genug Puzzlos für Puzzlos Aufgabe 3. Die machen wir aber trotzdem erst, wenn wir soweit sind. Soll ja alles seine Ordnung behalten. So, jetzt müssen wir nur den Weg zum Plateau finden. Allerdings ist das gar nicht fern von hier. Hier vorne gibt es nämlich etwas, wo wir nur mit einem Move aus der ersten Welt hin können. Und das ist logischerweise der Weg zur nächsten Welt und zum nächsten Hexoland-Gebiet. Dankeschön. Benjamin macht übrigens sehr schöne Geräusche beim Klettern, finde ich. Und, was haben wir hier? Magische Globos findet man meist in der Nähe von Mumbo Jumbo und Humba Wumba.
Genau, die sind eigentlich immer irgendwo direkt in der Nähe von denen. Irgendwo im Umkreis hüpfen die immer rum. Und wir sind beim Plateau. Das ist das Erste, was ich direkt machen werde. Ist hier oben ein paar Noten einsacken. Die habe ich nämlich eben in der Vorschau schon. In der. Ja, diese. In der Sequenz, nennen wir es Sequenz, gesehen. Und hier ist schon wieder so ein blöder Klotz, den wir noch nicht wegkriegen können. Hier ist ein Ginger drunter, wenn man hören kann. Hm. Eine Luke. Machen wir die erstmal auf. Was gibt's denn hier noch alles zu finden? Hier gibt's ein paar Federn, wie es aussieht. Eine Goldfeder und ein paar rote Federn. Okay, ist alles voll. Eier. Noch mehr Eier. Noch mehr Eier. Sind noch mehr Eier gewesen. Und. Was ist zur Hölle? Jumpers? Was machst du hier? Feuereier. Nun lernst du was, das musst du kennen. Mit Eiern zu schießen, die knistern und brennen. Ein brandneues Ei du jetzt hast erhalten. Nun lerne was zum Feuern, du musst schalten. Drückst du R, stehen alle Eier zur Wahl. Zum passenden Ei drücke R nochmal. Das ist dann alles. Weggetreten. Das ist so eine zufällige Sequenz, die man, keine Ahnung, jedes 10. Mal oder so, also so Chance von 1 zu 10, dass man die kriegt. Ich weiß es auch nicht. Wir können Feuereier schießen. Wir können hier hin und her schalten damit. Die sehen dann halt, nein, falsch Knopf. So aus. Ja, brennen halt, ne? Und, wie hoch solltest du? Oh, wir haben wieder ein paar Noten. Gibt's noch irgendwas? Oh. Was sehe ich denn da? Eine leere Honigwabe. So, und das ist jetzt ein riesiger Bienenstock. Honigbienis heim. Hi, großer Bär. Ich bin Honigbini, Herrin des Honigs. Och, hättest du nicht Herrin der Puzzles sein können? Das hätte euer Abenteuer zu einfach gemacht. Jedenfalls kann ich euch extra Energieeinheiten für leckere Honigwaben geben. Ich schätze, das ist besser als gar nichts. Sei nicht so unhöflich, Kazooie. Verzeih, Wespendame. Ich bin Honigbini. Eine Biene, keine Wespe. Aber natürlich, Honigmädel. Du hast genug Honigwaben für 2 weitere Energieeinheiten. Willst du tauschen? Ja, klar. Sicher, Süße. Dann wirf mir deine Honigwaben her, großer Bär. Hier ist deine extra Energie. Wunderschön. So, und wie man vielleicht schon gemerkt hat, läuft das Ganze nicht wie bei Banjo-Kazooie, wo wir einfach immer 6 Honigfarben brauchen, um ja wieder eine Energieeinheit zu kriegen. Sondern können die bei ihr eintauschen. Ich glaube, für das nächste brauchen wir jetzt 4 oder 5. Ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Gut, hier wäre unsere Welt Nummer 2. Da möchte ich allerdings erst im nächsten Part reingehen. Das will ich jetzt nicht noch anfangen. Stattdessen können wir aber hier noch ein bisschen weitergehen. Wir haben hier unsere Feuereier und das sieht ja mächtig nach einem Schalter aus. Der brennt und aus Stein ist. Geh weg! Du auch! Oh, vorbeigerollt, egal. Pinienlichtung. Und eine hiervon. Und ein bisschen davon. Ich weiß gar nicht, sind hier noch mehr gewesen hier unten?
Kann sein, dass hier unten noch ein paar Noten warten. Ja, tatsächlich sind noch. Oh, und hier ist ein Stein wieder. Kasuis Kopf drauf. Irgendwas bedeutet das auf jeden Fall. Vermutlich bekommen wir da noch irgendeinen Move zugeteilt. So, und... Na, du... Boah, bist du fies. So, können wir dich zufällig schon mitnehmen? Ja, können wir. Gut. Granateneier. Diese Eier explodieren wie Granaten. Zu sicherem Abstand würde ich dir raten. Das ist dann alles. Weggetreten. Und damit hätten wir auch schon die nächste Sorte Eier. Jetzt haben wir schon drei. Es gibt insgesamt, glaube ich, fünf. Ich glaube, fünf Eier gibt es. Ich muss gerade kurz einen Cut machen. Ich wurde jetzt gerade ein wenig von den komischen Typen da erschreckt. Wo waren wir stehen geblieben? So. Genau, auf jeden Fall. Das wird unsere dritte Welt werden. Ich weiß gar nicht, was er sagt, wenn wir hier vorstehen. Ah, er sagt Zielfotos, ja. Es steht geschrieben, dass 8 Puzzlos diese Tür öffnen. Er hat genügend Puzzlos, um meine Herausforderung anzunehmen. Wünscht er, zu meinem Tempel zu reisen? Oh, das geht, das wusste ich gar nicht. Nee, wollen wir aber nicht. Das ist unten nur die Anzeige, wie viel wir haben. Was steht hier? Aufgrund eines alarmierenden Sicherheitsberichtes ist der Hexagspark vorübergehend geschlossen. Sobald die Behörden bestochen wurden, wird der Park wieder eröffnet. Danke sehr. Also, das klingt ja super. Jeder Besucher, der die Nutzung der Attraktion überlebt, ist berechtigt, dem Hexagspark Fanclub beizutreten. Aktuelle Anzahl der Mitglieder 0. Die Geschäftsführung übernimmt keine Verantwortung für Schaden durch betriebseigene Taschendiebe. Das klingt ja alles super. Das klingt wirklich nach einem Hex-Hex-Park. Das klingt so, als würde Grunty selbst den betreiben. So, Federn haben wir genug. Und warum ist hier ein Humba-Wumba? Was? Was macht die in der Overworld? Ich habe ein sehr... Oh. Nein, ich hab's verdammt. Du nicht haben, Mega-Globo. Kommen wieder, wenn haben. Tut mir leid, ich hab's gedrückt. Sie möchte einen Mega-Globo haben. Ja, schade. Verdammt, bin ich doof. Jetzt hab ich's. Tut mir leid, ich bin schlimm. Also, sie möchte einen Mega-Globo haben. Das ist natürlich ein ganz seltener Globo, der es im gesamten Spiel nur ein einziges Mal gibt. Und den sollen wir irgendwoher besorgen. Ist natürlich nicht so ganz einfach. Den werden wir auch erst viel, viel später kriegen können. Nein! Das ist immer noch das Problem mit der Tastenbelegung. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Ist doch unnötig. Ja. Naja. Na gut. So, dann haben wir hier alles. Ja. Alles Interessante durch und dann begeben wir uns mal zurück zum Plateau, um dann in der nächsten Folge die nächste Welt zu betreten, die vermutlich ein wenig an dieses Gebiet hier anknüpfen wird und dementsprechend vielleicht ein bisschen in Richtung Western gehen könnte. Zumindest sieht dieses Gestell hier so aus. Die Musik klingt auch entsprechend und ja, es ist die Klunker-Kluftmine, also es ist so ein, ja, so ein, wie nennt man das denn? Ein Western-Bereich, sagen wir so, eine Western-Welt. Auf jeden Fall, wie gesagt, beim nächsten Mal gehen wir da rein und kriegen hoffentlich auch irgendwas, um endlich mal diese blöden Scheiß-Klötze wegzumachen. Bis dann, tschüss!